Willkommen bei einem weiteren Video für meinen Channel FIFA-Tastics und das ist jetzt hier nur mal so ein ganz kleines Intermezzo-Video, wie ich es bezeichne, oder einfach mal so, damit ihr eine Idee bekommt, was ich jetzt gerade mache, während ihr wahrscheinlich dieses Video schaut. Denn ich möchte, ja, also, was seht ihr hier? Ihr seht hier ein Serie A-Team und ich möchte euch einfach nur mal ganz kurz die Auswahl präsentieren oder die Vorauswahl, die ich jetzt an Serie A-Teams getroffen habe, für die Wahl zum ersten Team für mein Let's Play Ultimate Team, weil beim letzten Mal gab es doch ein wenig Kritik und dabei habe ich mir gedacht, jetzt gewähre ich euch mal so ein bisschen Einblick, was ich jetzt zu erledigen habe und ich finde nämlich die Aufgabe ist sehr, sehr schwer. Hier geht es jetzt darum, ein Team zu finden, was 150.000 Münzen maximal kosten sollte. Der Preis hier, nicht der Preis hier war für mich relevant, weil ich wusste, wenn ich das sage, hier, dieser Preis ist relevant, dann checken das manche Leute nicht, deswegen habe ich es probiert einfach zu halten. Das war mir bewusst. Also der Preis hat gezählt. Und das nochmal gleich als Rande. Und jetzt, hier seht ihr jetzt einfach mal, was ich so für eine Vorauswahl an Serie A-Teams getroffen habe. Es sind jetzt hier zum Beispiel am Anfang alles Dreierketten. Und hier ist es jetzt einfach so, dass ich jetzt aus diesem Fundus an Teams eine Wahl von 4 Teams treffen muss. Das ist dann nur Serie A. Und das soll euch einfach mal so einen Einblick gewähren, weil ich finde es sehr, sehr schwer, weil man sieht es ja, es sind eigentlich fast immer so die üblichen Verdächtigen in diesem Team drin. Du hast eigentlich immer Cavani, Pato oder Di Natale im Sturm, Boateng, Vidal, Marquisio, Pirlo, das sind halt immer wirklich Leute, die du immer, oder halt auf dem Flügel, Robinho, Jovinko, Palacio, die siehst du immer wieder und dementsprechend unterscheiden sich diese Teams nur minimal in irgendwelchen Nuancen. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass ihr auch immer das ganze Team jetzt hier seht. Und dementsprechend ist es für mich sehr, sehr schwer und das soll bei euch jetzt einfach mal so ein gewisses Verständnis wecken, dass ihr jetzt vielleicht, wenn ihr ein ähnliches Team eingesendet habt, warum euer Team unter Umständen nicht dabei ist. Es sind dann wirklich dann ganz feine Unterschiede. Unter Umständen habe ich einfach auch bei der Vorauswahl, denn man sieht es, ich glaube, ich habe jetzt hier 24 Serie A-Teams in die Vorauswahl gepackt. Die muss ich, wie gesagt, da muss ich 20 von streichen. Aber das waren ja nicht alle Serie A-Teams, die ich bekommen habe. Und daher habe ich dann natürlich stark filtern müssen und es kann natürlich sein, dass ich dann auch schon von vornherein eins gefiltert habe, was recht ähnlich aussieht zu diesen Teams hier. Und ja, die Unterschiede sind wirklich marginal und das ist jetzt quasi das, was ich jetzt hier gerade mache. Diese Auswahl runterbrechen auf 4 Teams und das soll einfach, wie gesagt, bei euch Verständnis wecken, dass es sehr, sehr schwer ist, weil ich habe hier auch gemerkt, im Nachhinein, dass manche Teams komplett gleich sind. Oder ich glaube, das kommt später, so ein Team. Ich glaube, das habe ich jetzt hier. Genau, ich glaube, diese beiden Teams sind komplett identisch bis auf Pirlo. Schauen wir mal ganz kurz. Genau, der Sturm ist gleich. Mittelfeld ist auch fast gleich, bis auf Boateng ist drin, anstatt Vidal, wenn ich jetzt hier richtig schaue. Genau, Vidal. Und ansonsten ist das Team komplett identisch. Du hast auch noch Ogbonna in der Innenverteidigung und dann vielleicht noch Abate anstatt Lichtsteiner. Also das sind wirklich, das sind 3 Positionen anders und ansonsten ist das Team komplett gleich. Und das Team hier zum Beispiel ist jetzt hier komplett identisch bis auf Ogbonna anstatt Basagli. Also richtig schwer, was ich jetzt hier für Entscheidungen treffen muss. Und daher, bitte habt einfach Verständnis, wenn euer Team vielleicht so ähnlich aussieht und es letztendlich dann doch nicht in die letztendliche Auswahl geschafft hat, weil, ja, dann habe ich vielleicht aus der Lust heraus in dem Moment entschieden, dass ich das eine Team bevorzuge. Und dementsprechend ist es einfach sehr, sehr schwer für mich hier eine Auswahl zu tätigen. Und das mache ich jetzt gerade, sodass ich unter Umständen hoffentlich heute noch am 28. so vielleicht wahrscheinlich so gegen 20 Uhr oder sowas ein Video hochladen werde, wo ich euch die ersten 10 Teams präsentieren werde, die quasi in Frage kommen für mein erstes Team und der Ablauf ist jetzt so, heute bis morgen der Vote von den ersten 10 Teams, dann ein weiterer zweiter Vote, wieder 10 Teams und bei jedem Vote kommen 5 weiter und dann gibt es am Ende einen großen Vote, wo dann wieder 10 Teams zur Auswahl sind und unter Umständen, vielleicht lasse ich einfach nur den Gewinner von beiden Votes durchkommen oder sowas. Mal sehen, muss ich nochmal drüber nachdenken. Und so soll das dann Ganze ausgewählt werden. Und ja, dann auf jeden Fall soll das jetzt mal hier, und ja, genau, also wartet einfach auf den Vote und der wird dann heute irgendwann auf der Facebook-Page online kommen und es wird dann, wie gesagt, hoffentlich, wahrscheinlich heute noch ein weiteres Video geben, wo ich euch dann wirklich, also aus diesen Teams hier, wird jetzt gerade nicht gewählt, sondern ich wähle jetzt erst nochmal weiter hier aus oder streiche Teams, sodass am Ende eine kleinere Auswahl steht. So, darauf könnt ihr euch dann freuen, heute Abend hoffentlich ein weiterer Vote. Jo, seid drauf gespannt, Heil und Kasten sauber, euer Tess.